Sie wird schon erwartet. Es ist die erste Rikscha-Fahrt für Ruth Remilius. Sie war gestern extra dafür beim Friseur, sagt sie. Schick gekleidet und frisch frisiert geht es nun auf Reise. So, ja, und jetzt sitzt sie sich vorsichtig dahinter. Also, Aufregung? Genau. Von wegen. Ich bin noch nie in so einem Ding gesessen. Das ist das erste Mal für Sie? Ja. Fahrer Veit Walter sorgt für Sicherheit und für die Wärmflasche. Das kommt an. Ach, der Service ist toll. Gell? Wie sind Sie denn jetzt auf die Idee gekommen? Wenn man nicht so eingemümmelt ist und keine Abstandsregeln einhalten muss, passen da auch zwei Leute rein. Das war eigentlich die Idee, dass man zu dritt im Sommer mal ins Eiscafé fährt oder in den Stadtpark und da einfach Spaß hat. Spaß? Etwas mulmig vielleicht eher, aber man gewöhnt sich schnell dran. Eine Rikscha-Fahrt hier im Altenheim in Kornwestheim ist begehrt, auch wenn es nicht ins Eiscafé geht. Und schon macht sich der nächste Fahrgast auf zur großen Fahrt. Margarete Kelter ist seit Sommer im Heim und lässt es gemütlich angehen. Ganz langsam, aber sicher, gell? Ja, schnell, das Wort habe ich gestrichen. Wenn sie wüsste, schnell wird es schon und vor allem holprig. Ruth Remilius hat trotzdem Spaß. Ja, das sind die Wurzeln von den Bäumen. Es kann losgehen. Die Vorfreude bei Margarete Kelter riesig. Und gleich geht es für sie los. Denn Fahrt Nummer 1 ist vorbei. Ruth Remilius ist begeistert. Und hat der Herr Walter Sie gut gefahren? Prima. Aber für die Wurzeln auf den Gehweg nichts. Und das ist das Holprige. Und das hat es wehgetan, oder was? Wir sind nicht aus Porzellan. Raus aus dem Alltag heißt es nun auch für Margarete Kelter. Warm eingepackt und gut gepolstert natürlich. Ja, ist so holprig. Mal was anderes als Rollator, Rollstuhl und Co. Deshalb dringend gesucht weitere ehrenamtliche Fahrer. Initiator Veit Walter mag seine Aufgabe als Fahrer. Oh, das ist schön. Das Miteinander macht halt Spaß und Nachfragen darf so ein bisschen schneller sein und es dann auch können. Das ist eine tolle Sache. Ja. Darf es ein bisschen schneller sein? Ja, also. Aber er muss nicht. Ich will es ja auch genießen. Etwas langsamer geht es mittlerweile bei ihr zu. Verdiente Stärkung für Ruth Remilius. Soweit sind sie noch nicht. Endspurt für das Rikscha-Rennteam. Zurück nach Hause. Die Backen rot wie die Jacke. Die Gegend erkundet und frische Luft geschnappt. Glücklich? So, die Fahrt ist zu Ende. Und wie war's? Sehr schön. Das ist für beide super. Ja. Weil also zum einen ist die Betätigung und dann einfach die Freude und das Glück, das man da erzeugt. Doch, es war schön, sehr schön. Jederzeit zum Wiederholen gedacht, ja. Und so beschwingt lässt es Margarete Kelter nun wieder etwas langsamer angehen. Ab zum Mittagessen, auch für sie.